Leg of Doomshit, moin Freunde, willkommen zurück zu Minecraft. Im Hintergrund das wunderbare Bramble Blast Theme aus Super Smash Bros. Brawl. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie diese Stage oder wie man das nennt auf Deutsch heißt. Ich kann mich gut an dieses Theme erinnern, ich habe es schon immer sehr gern gemocht. Und danke, liebe, an dieser Stelle ganz lieb dem Herrn True Rushed, der übrigens kürzlich Geburtstag hatte. Also alle, die ihm noch nicht gratuliert haben, sollten das mal schleunigst nachholen. Den kennt er ja vielleicht noch aus so Projekten wie Wario Land 2 oder Super Mario Bros. 3. Und der hat mir das eben auch kürzlich geschickt. Yo, in den letzten Parts hatten wir ja kurzfristig und kurzzeitig einen kleinen Exkurs in das Bereich der Philosophie unternommen. Aber das ist jetzt erstmal passé. Ich freue mich allerdings sehr darüber, dass ich habe ja jetzt die Videos zu diesem Zeitpunkt, wo das Video hier kommt, schon hochgeladen und auch eure Kommentare schon gelesen. Und ich freue mich sehr darüber, dass das doch eigentlich insgesamt ganz gut angekommen ist. Also, ich meine, bei ein paar Leuten hatte ich entweder das Gefühl, dass es sie nicht wirklich interessiert oder dass sie nicht wirklich verstanden haben, worum es mir geht, bei ein paar Kommentaren, aber das kann man wahrscheinlich auch so nicht anders erwarten. Man kann ja nicht behaupten, dass sich dann unbedingt, nur weil man einmal von so einem Geschwafel anfängt, jeder auf das Gedankenexperiment einlässt. Aber insgesamt war ich doch ganz zufrieden mit eurer Rückmeldung. Das zeigt mir immer wieder, dass ich eigentlich eine ziemlich rallige Community habe, mit der ich auf die ich echt stolz sein kann. Also großes Community-Lob an dieser Stelle. Ihr seid alle geil. Und ich werde deswegen natürlich früher oder später irgendwann mal wieder, wenn mir irgendwas auf dem Herzen brennt, das hatte ich ja auch im letzten Part schon angekündigt, dann werde ich natürlich wieder mal ein wenig in diese Richtung erzählen. So, ich glaube, ich mache gerade Scheiße, ne? Ich meine, ich habe nämlich schon beim letzten Mal hier jetzt alle Kisten ausgeräumt. Das bedeutet, ich müsste nur noch mal in mein Gebirge und könnte dann von dort aus gucken, dass ich auch dort die Kisten ausräume, um endlich mal mein Lager fertigzustellen. Das ist jetzt schon so lange eine Bemelei, dass das Lager da hin und her gebemelt wird. Und ich würde das gern fertigstellen und diese Öfen mit Kohle füllen. Das muss natürlich sein. Das sind die zwei Pläne. Gut, haben wir das jetzt nochmal schnell unnötigerweise wiederholt. Aber dafür kann ich da jetzt ganz sicher sein. Wunderbar. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich meine Playlist randomized habe. Denn jetzt kommt schon wieder ein Theme, das mir Rushed kürzlich geschickt hat. Nämlich, ja, aus so einem Spiel, wo Rushed meinte, nenn's lieber nicht. na, ich nenn's aber trotzdem. Es heißt Monster Girl Quest. Und jeder, der sich ein bisschen mit japanischer Comic-Kultur auskennt, kann sich vielleicht schon denken, worum es dabei geht. Aber die Musik ist ganz cool. Und das nennt sich, ja, das ist das Boss Theme 1. Na, geil, ne? Okay. So, dann gehe ich jetzt ins Gebirge, oder was? Ja, macht Sinn, oder? Macht definitiv Sinn. Ab ins Gebirge. Da habe ich ja leider immer noch keine Straße hin verlegt. Das wollte ich ja vor einigen Folgen schon machen, so vor 10 oder 11. Aber dann habe ich mich entschieden, doch erst einmal die Lagergeschichte da abzuschließen. Von daher muss ich mich jetzt nochmal durch den Dschungel boxen. Aber das kriege ich doch irgendwie hin. Das müsste doch irgendwie gehen. Ja. Irgendwas wollte ich doch gerade... Ach so, genau, der Arne meinte neulich zu mir, wo ich es gerade vom Dschungel habe, dass, oder nicht unbedingt direkt zu mir, aber hat das neulich mal so in den Raum geworfen, warum gibt es in Pokémon eigentlich bisher noch nie so einen wirklichen Dschungel? Also es gibt ja immer mal wieder so Wälder wie den Vertania-Wald oder so, aber mal so eine richtige Dschungel Durchlaufgeschichte, also wo man dann wirklich ohne irgendwelchen vorgegebenen Straßen in dem durch den Dschungel sich kämpft und all die Aspekte, die man beim Dschungel mit einbeziehen kann, also Gefahr, dass Pokémon einen anspringen, ja sowieso, dass es dunkel wird, dass es anfängt zu regnen, ein richtig authentisches Dschungel, ja Biom ist vielleicht der falsche Begriff dafür in Pokémon, aber im Prinzip kann man den schon stehen lassen, das wäre doch mal fancy, ich fände das cool. Oder gibt's einen Sumpf schon mal? Nö, gab's auch noch nie, glaube ich, oder? Ich meine, vielleicht in den neueren Pokémon-Spielen, die habe ich ja nicht gespielt, aber ich glaube, in den drei Generationen, die ich gut kenne, gab's sowas nicht. Schade eigentlich, also da kann man noch so viel rausholen, aber stattdessen baut man lieber Pokémon, die aussehen wie Schwerter oder Stühle. Wobei ich da jetzt auch nicht zu negativ bin, weil das bedeutet jetzt keinen Qualitätsverfall von Pokémon. Das sagen ja immer wieder alle, dass die Entwickler von Pokémon nicht mehr kreativ sein und nur noch Scheiße machen. Ja, okay, ein Pokémon, das aussieht wie ein Tisch oder ein Stuhl, mag vielleicht nicht die Definition von Kreativität sein. Aber
Schaut euch die erste Generation an. Da gibt's auch ein Pokémon, das einfach nur eine Kugel ist und aussieht wie ein Pokéball. Da gibt's ein Pokémon, das ein Magnet ist und wenn sich's weiterentwickelt, drei Magneten sind. Also, es gab immer so ein paar Aussetzer in der Gestaltung. Und ich fand aber auch immer jetzt wieder in jeder Generation so von den Pokémon, die ich gesehen habe, bei den Trailern oder sonst was, im Pokewiki vielleicht mal, da waren eigentlich auch immer ganz coole dabei. Also so schlecht ist das jetzt nun auch wieder nicht. So, kriege ich eine Truhe leer? Nee. Schade, aber vielleicht kann ich da noch irgendwas rausholen aus diesen Öfen. Wobei ich die eigentlich ungern leer machen möchte, wenn ich mal drüber nachdenke. Die fülle ich lieber nochmal komplett auf. Da packen wir doch mal zwei Stacks Kohle rein. Weil eigentlich muss ja auch irgendwie hier dieses... Zumindest die Öfen sollten ja noch beheizt sein, finde ich. Das ist doch sonst Blödsinn. Aber was können wir denn noch alles hier mitnehmen? Goldbarren. Sonst noch irgendwas, was wir hier... Ja. Ich nehme mal noch alles mit, was hier irgendwie noch in mein Inventar passt. Na, haben wir gleich alles? Jetzt haben wir einmal voll, dann gehen wir einmal nach Hause und lagern das ab und machen das dann noch ein zweites Mal. Dann haben wir die Fuhre auch abgeschlossen. Aber ich freue mich richtig darauf, wenn ich hier eine richtig schnelle Anbindung von meinem Gebirge hierher, von meinem Hauptlager hierher habe. Denn dann ist das auch nicht mehr so problematisch, wenn ich mal in den Öfen Kohle brauche und die alles im Hauptlager ist. Das ist dann eigentlich sogar ziemlich einfach, da schnell hinzugehen. Aber es ist halt nervig jetzt, wenn ich jetzt hier irgendwas abheizen würde. Dann nochmal direkt bis nach Hause durch den Dschungel mich zu boxen zu müssen, nur um ein bisschen Kohle zu bekommen. Ist, denke ich, klar. Naja. Nee, also dieses früher war alles besser, das kann ich ja in manchen Bereichen durchaus nachvollziehen. Manche Sachen waren früher, jetzt also früher, ich meine jetzt nicht alles, ich meine tatsächlich irgendwas wie Serien oder Videospielserien oder Buchserien oder sonst was, Comicreihen. Es gab Dinge, die waren früher tatsächlich bedeutend kreativer oder authentischer und wirken mittlerweile nur noch wie ein bisschen hingeklatscht und kommerziell weitergemacht. Das gibt's auch in der Musik, es gibt auch da natürlich Bands, die irgendwie früher recht kreative Alben gemacht haben und denen irgendwann die Luft rausgegangen ist, aber ich mag diese Mentalität nicht, die einige Leute an den Tag legen, dass sie einfach von vornherein sagen, nee, das früher war alles besser und das, was jetzt kommt, ist alles Schrott. Das ist ein bisschen doof. Und ich glaube tatsächlich entweder, nee, meine Playlist müsste randomized sein, weil Death Theme hat mir Rushed vor längerer Zeit geschickt, aber zu Ehren von Rushed, weil er ja kürzlich Geburtstag hatte, scheint meine Playlist einfach mal hier nur Rushed Themes abspielen zu wollen. Das ist doch cool. Das ist doch voll legitim. Nee, jetzt bin ich schon wieder raus. Genau, diese früher war alles besser Geschichte kann man, finde ich, auf Pokémon nicht anwenden. Ich finde, es gab immer sinnvolle Neuerungen eigentlich in jedem Pokémon-Teil. Also, da muss man das unbedingt ein wenig ablegen. Was war da unten? Werkzeug. Nee, habe ich jetzt nicht. Hier sind so Sachen wie Weizen, oder könnte man eigentlich ein Brot draus basteln? Da habe ich noch Pilze, jawohl. Da oben sind Mob-Drops, da können wir das erstmal einlagern. Achso, ja, das Theme, das übrigens gerade läuft, ist aus Grandia, habe ich jetzt gar nicht gesagt, ne? Das ist New Palm, Frontier of Our Hearts. Ja, was auch immer. Spiel nicht gespielt, aber der Rush macht da ein tolles Let's Play zu, also wenn ihr mal Lust habt, das ein bisschen näher kennenzulernen, dann schaut doch da rein. Es ist ein echt schickes Projekt. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich da auch regelmäßiger zuschauen, Rush. Das tut mir leid. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Ach, das ist ja so eine Krankheit, ne? Das ist auch sowas. Ich liebe es, Let's Plays zu gucken, aber man hat einfach als Let's Player viel weniger Zeit, alles zu gucken, was man so gucken möchte. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe, Let's Plays überhaupt kennenzulernen. Da war ich richtig drauf und habe richtig viel Projekte verfolgt. Also aus meiner Anfangszeit, das war 2010 sowas, da habe ich angefangen zu gucken. Da habe ich schon echt ganze Projekte verfolgt. Ich weiß noch einige Projekte so halbwegs, die ich damals verfolgt habe, aber das muss jetzt nicht thematisiert werden. Aber dafür ist irgendwie jetzt nicht mehr so die Zeit da. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt noch so wirklich alles, was es an Let's Plays gibt, verfolgen würde. Na gut, nicht alles, aber halt alles, was es von meinen favorisierten Let's Playern gibt, verfolgen würde, wenn ich die Zeit hätte. Aber jetzt wäre nicht mal die Zeit dafür da. Das ist doch schon irgendwo ein wenig schade.
Aber naja, was willst du machen? So, das ganze andere Zeug, die Wolle legen wir mal ab, die Schneebälle, die Namensschilder, das Laub. Das packen wir mal hier hin und die Samen bringen wir dann gerade noch in meinen... warte mal, der Ausgang ist doch hier. Ist schon wieder Nacht? Noch nö. Na gut, dann gehen wir halt eben kurz ins Bett. Die Samen müssen wir noch an den Bauernhof bringen, das meine ich, bevor wir wieder Richtung Gebirge uns aufmachen. Ist ein etwas unspektakulärer Part, das gebe ich gerne zu, was die Tätigkeiten in Minecraft betrifft, aber muss halt eigentlich mal fertiggestellt werden. Es gibt immer solche Sachen in Minecraft, die machen nicht wirklich Spaß, das ist wie im echten Leben. Wer räumt denn schon gerne auf? Aber es ist ultra schön, in einem aufgeräumten Zimmer zu sitzen. Und das gleiche ist, glaube ich, in Minecraft auch der Fall. Wenn man sofort alles findet, dann ist das 100-mal besser. Hallo, Creeper. Und jetzt ist tatsächlich Rushs große Phase an Musik in diesem Part vorbei. Denn jetzt läuft der Southern Shrine aus Zelda Link's Awakening. Also das ist das, was man vor dem 6. Level erreicht. Wo dann auch die ganze Geschichte von Kokolind drin zusammengefasst ist. Ich denke mal, die meisten von euch kennen das. Ist ja mein Lieblingsvideospiel. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das Theme mir selber rausgesucht hatte oder ob Ninsama mir das geschickt hatte. Eins von beiden wird schon stimmen. Ja, ist auf jeden Fall ein hübsches Theme, das auch die Ballade vom Windfisch als Grundmelodie hat, aber eben darüber diese Akkorde. Wie heißt das denn nochmal, wenn man... Jetzt fällt mir, ich habe Musikabitur geschrieben und kann trotzdem gerade nicht mehr sagen, wie das heißt, wenn man einen Akkord nicht drei, also jetzt nehmen wir mal einen ganz einfachen Dreiklang, wenn man nicht macht, also nicht alle drei Töne gleichzeitig spielt, sondern die so nacheinander spielt. D, D, D. Das gibt's ja ganz häufig am Ende von Stücken, dass man dann als Schlussakkord spielt, anstatt zu machen. Ich glaube, man kann mir ungefähr folgen. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie der für den Fachbegriff ist. Wahrscheinlich, sobald ich das Video jetzt hochgeladen habe, fällt es mir ein, aber ihr dürft es mir trotzdem auch nochmal ganz clever in die Kommentare schreiben. Ihr Pianisten und Gitarristen und Flötisten und Salafisten und Christen, alle dürfen das. Ja, das wäre ganz, ganz lieb. Ich habe übrigens mir überlegt, dass ich meine Ernährungsweise hier in Minecraft ein bisschen umstelle. Ich weiß, ich habe ja mich schon jetzt über 100 Folgen ein bisschen dadurch ausgezeichnet, dass ich mich vegan ernähre. Das ist auch irgendwo eine ganz coole Sache, aber es stört mich in manchen Aspekten. Zum Beispiel so tolle Sachen wie Kürbiskuchen oder normalen Kuchen kann man dann ja auch nicht essen, weil dafür Eier gebraucht werden und das nervt. Ich würde ganz gerne umsteigen auf vegetarische Ernährung. Das hätte sicherlich einige Vorteile. Einfach hier mal zu sagen, ich gehe ab jetzt nur noch mit der Maxime voraus, dass ich keine Tiere schlachte für mein Essen. Aber dass ich durchaus noch Eier verwenden darf. Und dass ich auch vor allen Dingen, das ist mir wichtig, dass ich auch eine Tierfarm mal aufbauen darf. Zumindest eine Schaffarm. Denn die Materialien, für die ich keine Tiere töten möchte, würde ich eigentlich ganz gerne benutzen. Keine Tiere töten muss. Zum Beispiel, Wolle von Schafen, Eier von Hühnern. Ich meine, natürlich kann man irgendwo sagen, im echten Leben, nicht in Minecraft, jenseits der Grenzen dieses Spiels, gibt es da einige Dinge, die auch dagegen sprechen, sich von Eiern zu ernähren oder Schafwolle zu tragen. Aber in Minecraft spricht da eigentlich nichts gegen, denn die Hühner legen die Eier irgendwo hin, da schlüpfen keine Küken raus. Und ich zwinge auch keine Hühner per Massentierhaltung bisher dazu, mir ihre Eier abzudrücken. Natürlich würde ich das dann aber machen, wenn ich sozusagen eine Farm aufbaue. Das muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich auch einfach eine große Farm mit wenigen Hühnern. Ein ganz tierliebes Behältnis quasi. Aber ich glaube, dass das nicht schlecht ist, wenn ich mal mit Eiern und Wolle ein paar Sachen abgehakt habe. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass man zum Beispiel Bücher nur mit Leder einbinden kann und für Leder natürlich eine Kuh schlachten muss. Aber das habe ich ja bisher ganz sinnvoll gelöst, indem ich einfach Bücher bzw. Leder immer nur aus Dorfbewohner
Arsenalen geplündert habe. Also müsste ich vielleicht, wenn ich mal wieder irgendwas in diese Richtung machen möchte, müsste ich vielleicht mal wieder zu einem NPC-Dorf gehen. So, räumen wir mal wieder ein. Ich glaube, ich hatte wieder ein bisschen Erde mitgebracht. Davon habe ich ja eine ganze Menge hier. Ich glaube, wenn die Kiste einmal voll ist, dann nehme ich auch nicht mehr alles an Dirt mit, weil irgendwie ist das so eine Sache, die braucht man nicht so wirklich in Übermengen. Ich meine, ich finde sie nicht schlecht. Ich nehme davon immer gerne einen Stack mit, das wisst ihr ja, weil man irgendwie immer mal wieder was brauchen kann, wo man sich mal hochbasteln kann oder sonst was. Also schlecht ist es nicht, aber nicht wirklich notwendig. Machen wir da mal noch die Pflasterstellenmauern rein. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht irgendwie separat betrachtet, weil ich die eigentlich nie verwende. Ja, kann man so verantworten. Was habe ich denn jetzt noch? Was an Mineralien? Habe ich jetzt nichts mehr im Inventar, aber ich habe noch Holz. Hallo! Moin. Ne, da oben, da kann noch ein bisschen Rohholz an Birkenholz rein. Die Schienen habe ich bisher noch nicht separat irgendwo reingestopft, genauso wenig wie die Eimer. Die können wir erstmal noch da lassen. Die Samen müssen dann gleich tatsächlich... Das habe ich jetzt gar nicht gemacht, nachdem ich ins Bett gegangen bin, ne? Ha, ich hält. Die müssen natürlich noch in mein Bauernhaus. Das muss noch geschehen. Das machen wir jetzt noch. Und dann gehe ich noch einmal die Fuhre machen, damit ich einfach beim nächsten Mal, wenn ich jetzt tatsächlich vielleicht nach diesem Part erstmal wieder eine Pause unternehmen sollte, weil ich jetzt gleich auch zur Vorlesung muss. Das ist zwar jetzt nicht meine Lieblingsvorlesung, aber hingehen sollte man trotzdem. Und dann weiß ich vielleicht in der nächsten Aufnahme gar nicht mehr, was ich zuletzt gemacht habe. Und wenn ich dann aber im Gebirgsareal aufgehört habe, dann weiß ich, dass ich das ausräumen wollte und noch die letzten paar Gegenstände mit nach Hause nehmen möchte. Und das wird dann geschehen. Und dann ist eigentlich alles soweit ausgeräumt. Dann haben wir alles an Truhen, die ich auf der Weltgeschichte bisher verteilt habe, geleert und nach hier verlagert. Dann kann ich ja wirklich im nächsten Part vielleicht schon, oder wenn ich da halt noch dann die Einordnung der Gegenstände vernehme, die bisher noch nicht in irgendeiner Weise eingeordnet worden. Das bedeutet so Gegenstände wie Eimer, wie Werkbänke, all so ein Zeug, das, warte mal, können wir hier nicht ein bisschen abkürzen? Ja, komm. Also ein Zeug, das bisher noch nicht in einer der vier Lagerabteile gelandet, wo einem der vier Lagerabteile gelandet ist, wird dann noch eingeordnet. Also vielleicht brauche ich dann noch einen Part, um mein Lager fertigzustellen. Ich hoffe, ihr könnt es mir nachsehen, weil ich mir vorstellen kann, dass das nicht die spannendste Beschäftigung zum Zugucken ist. Aber Minecraft ist ja eh eher so ein Projekt, das man mal nebenbei laufen lässt, als eins, wo man wirklich permanent fixiert und voller Spannung die Augen auf das Video richtet. Aber dann wäre das auch vorbei und dann können wir ein neues Projekt angehen. Entweder dann die Straße hier zum Gebirgsareal, die muss auf jeden Fall auch mal langsam sein. Oder auch mal was Neues bauen oder erstmal eine Runde Abenteuer. Vielleicht ist das keine schlechte Idee, erstmal ein bisschen was Abenteuerliches zu unternehmen. Vielleicht mal eine Runde, eine Minentour zu machen oder mal wieder erkunden gehen. Denn zu viel Rumgebaue und Rumsortiere sei ja nun wirklich nicht als die interessanteste Sache zu verzeichnen. Und irgendwie ist mein Mikrofon während dieser Aufnahme ein bisschen abgesunken, weil mein Mikrofonständer nicht mehr so ganz stabil ist. Ich muss da, glaube ich, mal eine Schraube nachkaufen. Der sinkt immer so ganz langsam und zart ab. Ich hoffe, das hat jetzt den Sound nicht zu negativ beeinflusst, dass es jetzt am Ende mein Mikrofon 30 cm tiefer geschafft hat als am Anfang der Aufnahme. Kann sein, wenn ihr euch jetzt den Sound vergleicht im Nachhinein, wenn ihr das tatsächlich machen wolltet, dass ich ein wenig different klinge gegenüber dem Anfang. Na schön, Hyrule Feld aus Zelda Ocarina of Time gibt's heute leider nicht mehr, dafür ist keine Zeit. Aber ich würde einfach jetzt mal sagen, wenn ihr noch Musik habt, die ihr in meine Videospiel-Playlist integrieren möchtet, dann seid doch so gut und schickt mir alles, was ihr an Musik cool findet, die aus Videospielen stammt, per PM auf YouTube, also einfach den Link zu einem entsprechenden YouTube-Video. Und wenn ihr ganz lieb seid, dann sorgt ihr auch dafür, dass das ganz normale Versionen sind, keine Remixes, keine Extended Versions, einfach nur ganz normales Zeug, also wie es auch in den Spielen vorkommt. Ich weiß, ich habe auch ein paar Remixe in meiner Playlist, aber die suche ich dann selber raus und bei manchen ist es dann immer schwierig, weil man weiß, ob man die so ganz problemlos integrieren kann, ohne dass es dann weggeclaimt wird. Von daher, macht das lieber nicht, wäre mir ein Anliegen. Gut, Leute, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne eine Bewertung oder einen freundlichen Kommentar da.
Und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet und ich euch nicht zu sehr durch meine ganzen Geschwafel- und Lagerungsaktionen vergrault habe. Ist da noch eine Kiste? Das kann man ja gerade noch gucken, sonst kann man nämlich direkt in der nächsten Folge wieder aufbrechen. Hier ist keine Kiste mehr und ich glaube, da hinten in dem Haus ist zwar noch eine Kiste, aber die ist nicht mehr bestückt. Die habe ich, glaube ich, schon mal ausgeräumt. Kann man immer schnell schauen. Ja, in diesem Haus, wenn man das so nennen will. In diesem Klotz da hinten, ja. Aber ich glaube, da ist da überhaupt noch was drin. Also ein Bett könnte da noch drin sein, weil ich mir immer gesagt habe, lass das lieber mal da. Im schlimmsten Fall bist du mal in einer Notsituation, wenn du auf den Bergen rumturnst und ein Creeper kommt oder eine Zombie-Armee kommt. Dann freust du dich über jedes Bett, das einen Schritt näher ist. Aber ich glaube, Kisten sind hier sogar, aber die sind leer. Alles klar, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal breche ich Richtung Heimat auf und sortiere den Rest ein. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, euer Scully, der Rally.